Ja, der hat mich gleich. Der hat mich gleich. Oder auch nicht. Aber wenn er jetzt wieder umdreht, hat er mich wieder gleich. Wenigstens hier überall ein bisschen bemoostes Holz und kein Marmorboden oder Steinboden. Wie man das aus anderen Häusern kennt, wo einen sofort jeder entdeckt. Könntest du gar gucken. Erst erstmal wieder raus. Ich könnte jetzt laden und vorsichtig hingehen, oder ich speichere jetzt und gehe dann vorsichtig hin. Oder ich gehe einfach vorsichtig hin. Aber das wird wohl schief gehen, so wie ich mich kenne. Okay, wo sind da jetzt hin? Bin ich blöd? Bin ich zurückgelaufen? Nee, hier ist er. Okay. Chitinkrebs, Wittermensch. Bitte komm hierher. Ja. Wir speichern nochmal unter denselben Punkt. Und ich bin so froh, dass das funktioniert. Und wir speichern einfach, weil es so schön ist. Nochmal unter demselben Punkt. Yeah, jetzt kriegen wir hier auch noch Moospfeile und alles mögliche. Es läuft unerwartet gut. Ich dachte eigentlich, dass wir mehr Probleme haben. Hier scheint mal ein Hammerit gewesen zu sein. Ja. Von dir ist viel übrig geblieben. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir uns jetzt gleich so gut schlagen. Beziehungsweise ich hätte gedacht, ich fail ziemlich. Weil ich von der Runde ehrlich gesagt immer ein bisschen Schiss hatte, aber so wie es sich gerade darstellt, ist es relativ übersichtlich. Zumindest ist das ja schon mal eine Sackgasse und Sackgassen sind zwar meistens irgendwie scheiße. In dem Fall, von solchen Spielen ist man aber immer froh, wenn es einfach nicht weitergeht. Kennt ihr ja sicher irgendein Horrorspiel, du stehst vor der Tür und du betest, sie geht einfach nicht auf in der Hoffnung, den Entwicklern ist nichts Fieses vor diese Tür eingefallen. Hier geht's wieder raus, da waren wir vorhin und hier oben. Genau. Ja, Feuerpfeil ist ziemlich hell, Jungs. Ach, das Seilpfeil. Ja, der Zoom war gar nicht nötig gewesen. Ich klettere jetzt hier hoch, weil... Okay, das hat er gehört. Scheiße. Weil ich den Eindruck habe, dass wir von hier kamen. Genau, die Tür haben wir aufgeschlossen. Da ist nichts. Genau. Und jetzt hoffen wir, dass uns der Zombie nicht sieht. Ach nee, da war noch gar nicht hier. Wo war der denn dann? Ich habe schon wieder alles vergessen. Die Kisten haben wir aufgemacht, dann bin ich sicherlich hier raus. Und da rechts ums Eck, genau. Jetzt gucken wir erst nochmal links. Ach genau, und hier war der Zombie. Und weil hier der Zombie-Safe war, speichern wir hier nochmal den Zombie-Safe. Und gucken weiter in die Stadt. Hier ist unser Loch, wo wir reingehüpft sind irgendwo. Wenn Leute zur Tür reinkommen. Ja. Ein Zombie. Wir, was ist denn das? Zombie hängt an der Laterne fest. Das nutzen wir jetzt einfach mal schamlos aus. Und vor diesen Zombies brauchen wir Gott sei Dank nicht so viel Angst haben, weil die sehr, sehr langsam sind. Und wir hängen den jetzt einfach mal ab. Weil mir das gerade so blöd ist.
Die Karte sagt uns, wir sind in der Room Street. Ich habe vor allen Dingen St. Ruben gelesen, wisst ihr, im Briefing und, oder in dem Papyrus. Und, ja, the Ruben Street, ja, ja, klar, toll, ey, hast du dich wieder schön blamiert. Link. Und wir gucken einfach mal ein bisschen rum. Felsen und Zeug und, das gefällt mir hier, weil hier sind keine Wachen. Erstmal. Und mit Zombies komme ich für einen Moment klar. Hier ist halt alles derbe kaputt. Okay, ich brauche eine dunkle Ecke. Die Ecke ist schön dunkel. Und wie soll es denn anders sein? Wir speichern. Nehm doch mal den Hammer da drüben aus dem Bild, ey. Da geht mir vorher auf die M&M. Nasch, Gegenstände. Ja, haha. Ja, ich versuche Schimpfwörter zu vermeiden. Wenn es mir trotzdem passiert, verzeiht mir bitte. Noch ein Heiltrank. Ihr seht, hier wird viel auf Heilung Wert gelegt. Und ich weiß gar nicht, sind wir da hochgelaufen. Man weiß halt auch nie, wo man ist. Also eigentlich ist es. Eigentlich musst du deine eigene Karte im Kopf anfertigen. Kathedralenallee. Hier, das scheint wahrscheinlich die Kathedrale zu sein. Und hier ist halt irgendwas, keine Ahnung. Eine Tür. Eine verschlossene Tür. Schön aufbrechen. Wie spät ist es denn? Kann ich so nebenbei ein bisschen gucken? Mhm. Die Hälfte der ersten Aufnahme haben wir schon fast geschafft, beziehungsweise ist sie gerade. Seil, Pfeil und Mine, ey, wir werden hier richtig schön ausgerüstet. Wir können hier nachher richtig Amok laufen. Lärmpfeil halt. Ich glaube, die kann man auch immer wieder aufsammeln, diese Lärmpfeile. Um die armen Zombies noch ein bisschen zu verwirren. Lalalala. Ein Gesicht. Was dieses Gesicht zu sagen hat, ey, das weiß ich bis heute nicht. Es ist halt einfach ein Gesicht. Als Textur. Und hier geht's rein. Und es ist wieder zugesperrt. Also die Leute hatten auf jeden Fall noch Zeit, ihre Häuser zuzusperren. Bevor sie hier alle abgehauen sind. Und... ja, wir gucken einfach mal. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wenn du die Kiste hier hinten aufmachst, passiert doch garantiert irgendwas. Was so nicht passieren soll. Ich stell mich einfach mal so. Und speichern nochmal. Ach komm, wir können da hier drüber speichern. Mach die mal auf. Ein Lufttrank. Aber für was denn? Bitteschön. Und Feuerpfeile. Vor allem einen Lufttrank, weißt du? Man könnte ja nicht einfach einen Beutel voll Luft oder in... ja, wie soll denn ein Lufttrank funktionieren, bitteschön? Nehm doch eine Sauerstoffflasche mit oder was ähnliches, was der Zeit entspricht. Nein, ein Lufttrank muss her. Ja, hier ist irgendwo ein Zombie unterwegs, ich weiß. Versuche mich da gerade ein bisschen zu beeilen und vorbeizukommen. Hallo Tipsy. Tipsy ist meine Katze und sie setzt sich gern auf meinen Schoß, wenn ich Let's Play mache. Das ist so ihre Masche. In der Hoffnung, sie kriegt jetzt was zu fressen, aber du kriegst jetzt nichts zu fressen. Hier werden noch Buriks geschlachtet.
Kannst du dann Happen abkriegen, wenn du willst? Oh, ich mag, dass das mit dem Prügel funktioniert, ey. Ey! Ich hoffe, die wachen nicht wieder auf. Ja, jetzt mal miauze. Um mir alles zu zerstören. Ja, ich lass dich raus. Moment mal bitte. So, ich hoffe, man hört mich noch und alles. Die Katze ist raus und wir können weitermachen. Man hört schon wieder überall Zombies. Und hier ist ein Fluss. Deshalb wahrscheinlich der Lufttrank. Und ich weiß jetzt nicht. Ja, ich muss einfach nochmal speichern. Inwiefern ich hier weit komme, ohne diesen Lufttrank. Ich schwimme auf jeden Fall gegen die Strömung. Und hier ist Luft. Das bedeutet, ich brauche keinen Lufttrank. Aber es kann ja noch werden. Und wir können ja jederzeit laden. Und hier hinten ist schon mal nichts. Und ich denke, wenn ich hier zügig durchtauche, könnte ich es schaffen. Gucken jetzt ja einfach, ob da was ist. Da ist nichts. Sehr gut. Ich kann es also nicht schaffen. Ist auch nicht so schlimm. Oh, ein Muspeil. Gucken jetzt, ob hier noch ein bisschen Luft ist. Ja, tatsächlich. Wow. Wie knapp war das denn? Erstmal durchatmen. Und dann gucken wir noch mal kurz, ob hier noch was war. Nein, hier war nichts. Wir stecken den Muspeil weg, dass wir da schön, so, schön dunkel sind. Auch schön, dass das damals schon beachtet wurde, dass man mit Waffen in der Hand sichtbarer ist, als wenn man ohne rumstrollt. Ich komme hier schon mal nicht aus dem Wasser. Ach, come on. Ja. Es darf doch nicht wahr sein. Komm schon. Jawohl. Geh doch. Die sehen aus wie wenn sie ein Gesicht haben. Hier da zwei Augen, die schwarzen Punkte, in der Mitte die Nase. Und der Querriemen, Ring, Streifen, der Mund. Hier geht's schon mal nicht raus. Es scheint eine Sackgasse zu sein. Ich will jetzt nicht zu viel beschreien, aber es scheint erstmal eine Sackgasse zu sein. Und hier gibt's wahrscheinlich wieder irgendwas Spezielles. Wir speichern nochmal schnell. Und nehmen mal einen Seilpfeil. In der Hoffnung, das klappt so ohne weiteres. Wow! Wow! Okay, ich lade auf jeden Fall nochmal. Aber an für sich hat das ja schon mal gut geklappt. Ich weiß nicht, warum der jetzt so schnell da hochgeglitscht ist. Es war ungefähr so. Und wir springen ran. Und sind oben. Sind oben und auf der Karte sind wir jetzt schon im nächsten Teil. Und ehrlich gesagt will ich mich nicht länger als nötig in diesem Level aufhalten, wenn ich jetzt die Möglichkeit kriege, das Level zu beenden, werde ich das machen. Also ich werde jetzt nicht jeden Winkel ablaufen und alles Mögliche. Vielleicht schon, aber eventuell auch nicht. Weil ihr seht ja, was hier los ist. Hier sind Zombies und Burix und ja, also eklige Sachen. Ja, wenn du hier links gehst, geht's hoch. Ich hoffe, ich atme nicht ins Mikrofon, weil das wäre sehr fatal bei diesem Mikrofon-Lautstärke. Hier geht's hoch.
Und dann geht's hier mit dem Seilpfeil nochmal hoch. Und rüber. Jo. Ah, ein Feuerpfeil. Feuerpfeile helfen übrigens auch gegen Zombies. Glaube ich. Damals war das so. Man hat einfach drauf geschossen. Und die Viecher sind schön explodiert. Das hat tatsächlich so funktioniert. Oha, nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist hier ein Pfeil, Seil, Pfeil.